Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter aus Würrelos. Heute sind wir in der Mehrzweckhalle für alle in Würrelos. Und wir schauen heute die Jugendarbeit von Würrelos, aber auch vom Bezirk Baden, ein bisschen genauer anschauen. In dieser Halle ist heute die grosse Sportnacht, wo die Jugendlichen einfach kommen können. Und wir gehen fragen, für die, die das Ganze leiten, aber auch für die Jugendlichen, die hier teilnehmen. Es ist sicher eine sehr interessante Sache, weil die Jugendlichen sind unsere Zukunft und denen müssen wir Sorge geben. Es gibt genug Probleme und wir gehen auf den Zahn fühlen. Kommt mit! Bei mir ist Fabienne Roth. Fabienne Roth, du bist hier zuständig für die Jugendarbeit von Würrelos, zusammen mit Manuela Gauch, gell? Heute Abend ist die grosse Sportnacht hier in Würrelos. Ist sie noch für die Würrelos oder für wer ist die und wie häufig findet denn die überhaupt statt? Die Sportnacht findet 6-mal statt, jetzt in dieser Saison. Also die Saison ist immer vom Herbst bis im Frühling. Und das ist meistens einmal im Monat, wo die stattfindet am Samstag. Und es ist offen für, es ist ein Projekt von der Region Baden und es ist offen für die Jugendlichen, die in der Region Baden wohnen. Aber wenn jetzt mal jemand von sonst auswärts kommt, ist das natürlich auch okay. Und wie gut genützt wird denn das, wenn wir sagen, von 100 Würrelosen, wie viele Würrelosen kommen dann so einer Sportnacht? Sind das 10, sind das 20 oder 10%, 20% oder in anderen Gemeinden? Weil, haben wir da Zahlen oder Statistiken? Also wir führen die Statistik bei jeder Sportnacht und ich muss sagen, es ist immer unterschiedlich. Wir haben schon 120 Jugendliche hier gehabt. Auf einmal, da sind wir recht überrannt worden. Manchmal ist es gemütlich, so wie jetzt heute zum Beispiel. Da sind 20, 30 Jugendliche hier. Es ist wirklich unterschiedlich. Wir können es auch nie voraussehen. Also wir müssen immer so nehmen, wie es ist. Das ist ein Problem. Also, das erlebe ich selber auch, wenn ich noch Präsident vom Fußballclub. Da hast du einen Anlass, irgendetwas, oder? Da sagst du, ja, kommen wir auch, dann macht die so und so. Und dann 5 für 8, 10 für 8 kommst du das SMS über, ja, ich habe etwas Besseres gefunden. Ist das da auch so? Man muss sich nicht anmelden für die Sportnacht. Darum haben wir das Problem in dem Sinn nicht. Wir haben einfach die Sportcoaches, die immer da sind. Das sind jetzt in dieser Saison sind 7 Sportcoaches. Die bereiten die ganze Sportnacht vorbereiten. Die sind schon eine halbe Stunde vorher da und bauen die Halle aufbauen. Sie bauen den Kiosk vorbereiten, Tisch und Stühle aufstellen und alles. Und dort wäre es natürlich doof, wenn nicht alle kommen, aber die sind sehr zuverlässig und sind jetzt immer gekommen. Ohne sie würden wir das gar nicht machen können. So. Du hast gesagt, vorher, du bist eigentlich jetzt Chefin von diesem Anlass, aber es hat natürlich Jugendliche, die da organisiert sind, die gewisse Sachen machen. Was sind das für Jobs, die die machen? Oder haben sich die freiwillig gemeldet und wie läuft das ab mit denen? Genau, die haben sich Anfang der Saison freiwillig gemeldet und haben, haben auch dafür gesagt, sie kommen wirklich jede Sportnacht hier hin. Und sie machen einerseits den Kiosk, der am Eingang ist. Sie machen Eintrittskontrollen. Dort tun wir einfach aufnehmen, wer kommt, von wo und welches Geschlecht, welches Alter, einfach für die Statistik. Ja. Und dann gibt es noch die Sportcoaches, die sind hier in der Halle. Die schauen, dass es rund läuft. Sie leiten die Spiele anleiten, wenn es nötig ist. Sie leiten mit den Jugendlichen absprechen, was das sie spielen wollen, weil es halt recht offen ist. Es ist nicht vorgegeben, was wir machen. Das können sie selber entscheiden. Und die Sportcoaches sind dafür da, dass das mit den Jugendlichen dann gut klappt. Weil manchmal muss es auch eine Absprache geben. Oder? Wenn jetzt die einen Basketball spielen und die anderen wollen Boden turnen, dann muss man schauen, hey, kann man die Halle gut aufteilen. Ja. Dass auf der einen Seite ist Basketball und einen kann man Boden turnen oder geht es halt nicht. Machen wir zuerst das eine und nachher das andere.
Gibt es da wirklich so Entscheidungen, die du vielleicht treffen musst? Jetzt wollen drei Basketball spielen und die anderen fünf wollen Fußball spielen, die anderen wollen noch Unihockey spielen. Gibt es da Situationen, wo du eingreifen musst? Oder tut sich das von alleine lösen? Also ich muss selten eingreifen. Die Idee ist, dass die Sportcoaches das selber regeln, mit den Jugendlichen zusammen. Aber es hat schon auch schon Momente gegeben, wo ich anstehen musste und sagen, hey, schau, da ist der Sportcoach. Diese Person hat heute Säge in dieser Halle und ihr müsst auf diese Person hören. Oder dann ist es mehr so der Weg, nicht dass ich dann sage, so und so läuft, sondern dass ich sie kann befähigen kann, dass sie es dann selber machen. Du redest immer von den Sportcoach. Sind das irgendwie junge Sportausbildete oder sind das auch irgendwie Ernannte, die jetzt an dem Abend Sportcoach sind? Oder was sind das für Leute, für Jugendliche? Das sind Ernannte. Also die haben sich am Anfang gemeldet bei uns. Wir sind jetzt ein fixes Team. Und am Anfang von dieser Sportnacht haben wir mit ihnen geschaut, hey, was heisst das, ein Sportcoach sein, was muss man da machen. Und jetzt mittlerweile machen die das, ohne dass wir noch irgendwie eine Einführung machen müssen. Super, dann gehen wir doch nachher schauen, wie das abläuft. Und wir kommen später nochmal zurück auf die Jugendarbeit von Würrelos im Allgemeinen. Aber wir schauen jetzt mal nach innen. Danke vielmals, Fabienne, merci. Darf ich etwas fragen? Du, ja, fürs Fernsehen, fürs Regionalfernsehen. Kennst du Regionalfernsehen? Tele Würrelos. Ja. Kanal, bist du Würrelos? Ja. Jetzt sind ihr da, dann spielen sie Volleyball. Habt ihr euch da noch nicht gefunden, was wir machen wollen? Oder habt ihr schon eine Idee, was ich heute Abend machen wollen? Eigentlich auch Volleyball spielen, ja. Ja, aber hast du die Leute noch nicht zusammen? Dann haben die dicke Matte da, dann wollen sie turnen. Nein, also die haben wir nicht aufgestellt, aber wir spielen einfach so, tun ein bisschen Pässe und so. Ja. Und wie viel Spass macht dir das, die Sportnacht da mit der Jugendarbeit? Ist das eine gute Sache? Ja, mega. Gehst du regelmäßig in Jugendtreffen oder so, die Sportnacht? Ja, regelmäßig. Ja. Wir hatten auch letzten Freitag haben wir ihn gemietet. Ja, super. Also was gemietet? Der die Jugendtreffen. Ah, super, ja. Ja. Und kommen da immer die gleichen Kolleginnen und Kollegen oder haben da viel Austausch so, von der Region oder wie ist das? Nein, eigentlich nicht. Also es kommen immer die gleichen. Ja, ja. Aber du fühlst dich daheim. Ja. Ja. Und dann können wir auch Sachen diskutieren, so in der Pubertät, wo, halt wo mit der Mami und Papi vielleicht nicht so diskutieren tun, mit den Kollegen vielleicht mehr diskutieren. Also das läuft ab so. Ja, schon. Also mit Kolleginnen halt. Manchmal. Ja, ja, super. Ja. Gut, dann wünsche ich noch viel Spass und einen schönen Abend. Ja, danke. Danke. Yeah! Aber du bist ja gar nicht Real Madrid. Das ist Real Madrid. Du bist Real Madrid da. Bist du nicht Real Madrid? Gute Besserung. Was ist denn das? Marseille. Marseille, ich sagen, ja, ja. Marseille. Ja, ja. Aber Madrid und Madrid oder Marseille ist fast das Gleiche, oder nicht? Madrid ist ein Schießtrack, Marseille ist ein grösserer Schießtrack, aber die haben geile Trikots. Schöne Trikots, ja. Und du bist da im Jugendtreff, shooten? Nein, ich bin nur da zum Spass. Ja. Und ich kann nicht besser zu, ich habe keinen Roller, darum ja. Bin ich jetzt da. Wenn man einen Roller hat, wird man jetzt im Dorf umeinander fahren. Er ist kaputt. Ist kaputt, ja. Du bist jetzt da. Genau. Aber du bist ja sonst im Jugendtreffen bei dir, oder? Nein. Nicht? Mhm. Nur heute? Läuft nicht dort. Läuft nicht? Nein. Aber findest du denn lässig da mit den Kollegen? Sind das alles Fußball oder sind ihr jetzt auch? Er ist mein Bruder. Der Schwarze von denen ist mein Bruder. Ja. Und shootet ihr zusammen dann sonst, oder ist nein. Das nicht? Ich bin scheiße im Fußball, aber ich muss wieder mal ins Training gehen. Gut, ja. Ja. Aber hast du nur mal geshootet oder bist du im Turmverein gewesen? Nein, ich bin eigentlich immer noch im SV. Ja, ja. Aber Basel lädt halt immer Match, darum kann ich nie ab Match gehen. Ich Match gehen. Und das sind alles deine Freunde, deine Kollegen, sind alle kleiner wie du? Sind die gleich ja, also wenn wir... Schau, der ist Argentinier, der ist ein geiler Sieg. Die mit Basel und Barca auch. Ja. Ja, der mit Marseille ist eigentlich kein geiler Sieg und der ist... Ja, das ist ein Club-Kollege, oder? Das ist mein Bruder da. Ja, und der andere ist Club-Kollege, oder Marseille? Ja. Ja, 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 das ja. Ist das Gleiche, ja. Ja, ja. Also gut, macht auf jeden Fall Spass, hier dabei zu sein, hä? Ja, sehen wir nachher, ich bin erst gleich gekommen. Ja, ist gut. Ja, mitmachen ist wichtig, oder? Der Rest ist ja. Gleich, hä? Also, wie ist dein Name? Basel. Basel, ja. Nicht Basel. Wie heisst der richtige Name? Basel. Gut, Basel. Also. Einmal Basel, immer Basel, hä? Immer Basel. Genau, danke. Hi,
haben hier noch einen zweiten Teil mit Fabienne. Fabienne, ich bin jetzt ein bisschen schauen rein. Sehr interessant mit den Jugendlichen. Die haben den Plausch, die kommen gerne hier hin. Ja, wie empfindest du das? Und gibt es da auch Sachen, jetzt sind sie am Sport machen, aber ihr habt einen Jugendtreff, kommen dort her. Kommen sie dort die gleichen Leute oder melden sich dort andere wieder anmelden und öffnen sich auch ein bisschen, öffnen, dass vielleicht Sachen haben, die vielleicht den Eltern nicht sagen wollen, wo nie vielleicht die Bezugspersonen sind, die vielleicht Probleme besprechen in der Schule, im Job, mit der Freundin, mit Drogen, mit Rauch, irgendetwas. Wie läuft das ab bei euch? Genau, also zum Ersten sind Jugendliche da, die uns anscheinend treffen kommen, aber auch andere Jugendliche. Es gibt die, die nur immer in die Sportnacht kommen und die, die nur immer in die Treffen kommen. Aber es mischt sich auch. Also es sind ein paar da, die ich jetzt kenne, schon vom Jugendtreff oder die einfach schon viel da waren. Im Jugendtreff, das ist eigentlich ähnlich wie hier, es ist auch einfach offen. Man kann kommen, wenn man will. Wir haben jetzt immer am Mittwoch und am Donnerstagnachmittag offen für alle Jugendlichen ab der Mittelstufe. Ab welcher Zeit? Dann könnt ihr einfach kommen. Am Mittwoch haben wir ab 2 und am Donnerstag haben wir ab 2:15, weil dann die Schule fertig ist. Man kann einfach kommen, man darf auch wieder gehen, dann, wenn man will. Das ist wie hier. Eigentlich. Komm und geh, wie man möchte. Man muss sich auch nicht anmelden. Aber auch im Treff führen wir Statistik, wo wir einfach schauen, hey, wie viele Jugendliche sind ungefähr da, dass wir es dann nachher wissen. Wenn man jetzt in den Medien liest, momentan, da gibt es viele Leute mit 55 bis 60, die ein grosses Burnout haben, aber auch sehr viele Jugendliche. 20, 30, 25 Jugendliche, die grosse Probleme haben. Melden sich die Jugendlichen bei euch melden und kennen die Probleme auch? Oder ist das noch in den Medien, findet das statt? Auch unterschiedlich. Also, es ist oft so, man muss zuerst eine Beziehung aufbauen zu den Jugendlichen, die kommen. Dann kennt man sie mit der Zeit mal, dann hat man mal das Vertrauen zu ihnen. Und dann kommt dann kommen schon Sachen. Manchmal läuft es in der Schule nicht so gut, manchmal haben sie ein bisschen Stress daheim. Oder Berufswahl ist oft auch ein Thema. Manchmal auch Konflikte unter Freunden, Freundinnen. Das sind ganz verschiedene Themen und die Jugendlichen dürfen das mit uns besprechen. Also wir haben immer ein offenes Ohr. Wir haben außerdem auch im Jugendtreff hinten noch ein Büro, wo wir uns zurückziehen können, wenn sie mit uns etwas bereden wollen. Und dann hören wir meistens einfach zu. Manchmal geben wir Tipps, manchmal tun wir sie triagieren, sagen, schau mal, du könntest zu der Schulsozialarbeit kommen mit dem Thema oder kannst dich an jemand anders wenden. Und so ist es sehr unterschiedlich. Die einen kommen einfach, haben Spass, die anderen sehen uns wie Bezugspersonen und wollen mit uns etwas besprechen. Und wir sind einfach offen dafür. Es ist sehr wichtig für die Jugendlichen, oder? Das, was die Eltern vielleicht nicht abladen können, können sie bei euch abladen. Und ihr lasst die Jugendlichen auch nicht hängen. Also wenn sie euch das Zeug abladen, dann könnt ihr ihnen einen Tipp geben. Oder sie können euch erst später wieder anrufen. Wie läuft das weiter? Es geht weiter dann. Also sie haben wirklich Unterstützung von euch, oder? Ja, manchmal wollen sie einfach etwas abladen bei uns und dann sind wir da zum Zuhören. Manchmal wollen sie über etwas reden, manchmal sind auch Suchtmittel ein Thema, oder? Und dann wollen sie einfach darüber geredet haben, Informationen dazu haben oder von ihren Erfahrungen erzählen, von unseren Erfahrungen hören. Und dann geht das manchmal weiter und manchmal ist es ein Gespräch und dann ist es wieder gut. Das ist wie ihnen überlassen, dass sie können sagen, sie brauchen jetzt die Hilfe oder die Anlaufstelle von uns oder sie brauchen es nicht. Wir machen das Angebot und sie können dann sagen, ob sie es nutzen wollen. Wenn ich jetzt so reingeschaut habe, ich habe gefunden, das läuft super gut. Das sind sehr die lässigen Jugendlichen, die haben den Plausch miteinander. Aber wenn man so hört, im Dorf hin oder so oder sonst so im Tal oder überall, hört man, die Jugendlichen haben irgendetwas besprayt, haben irgendetwas kaputt gemacht, sind das auch die Jugendlichen, die da sind? Kommen die vielleicht auch mit so Sachen? Tun sich die vielleicht sogar offenbaren? Oder gibt es andere Jugendliche, die wissen, ah, weißt du, das war der und der? Wird das irgendwo diskutiert oder wird das stillgeschwiegen? Gibt es das nicht? Oder wie läuft das bei euch ab? Also es ist so, dass die Jugendlichen uns alles erzählen, was sie wollen. Und wir sagen dann nichts weiter. Also wir sind wirklich Vertrauenspersonen für sie, wo wir können sagen, hey, schau, ich könnte uns alles erzählen und wir sagen jetzt nicht weiter, sofern ihr das nicht wollt. Wir können natürlich sagen, wenn sie uns jetzt erzählen zum Beispiel, ich habe dort und das angesprayt, dann sagen wir, schau, es wäre gut, würdest du es sagen, weil sonst geht es nur weiter, dann suchen sie euch und dann findet ihr euch dann vielleicht, was auch immer. Ihr könnt euch stellen oder wir können ihnen sagen, hey, schau, das ist nicht gut, was auch immer. Aber wir geben keine Informationen weiter, wo sie nicht sagen, das ist okay, wenn wir das machen. Weil, ich meine, wir haben eine Beziehung zu diesen Jugendlichen und würden wir so Sachen weiter erzählen, dann wäre die Beziehung
Aber darauf hinweisen, was eigentlich der richtige Weg wäre, das ist wichtig, das machen die. Also wir tun es thematisieren, wir tun sie sensibilisieren darauf. Das sehen wir als unsere Arbeit. Aus deiner Erfahrung, du bist zwar noch nicht so alt, aber gleich, du hast Erfahrung aus dem Zeug raus. Was sind so die grössten Probleme momentan für die Jugendlichen, die da auf diese Seite zukommen? Also, so die meisten Themen, die wir haben, sind Suchtmittel, Berufswahl, Konflikt untereinander, Stress mit den Lehrpersonen, sonst Prüfungsstress oder auch Druck, zum Beispiel von daheim manchmal, wenn sie immer gute Noten schreiben oder manchmal auch viel zu tun haben. So ein bisschen die normalen Themen, die sie in der Pubertät haben, sind so Alltag. Wie ist es denn so ein Thema Gewalt und so? Kennt ihr das bei euch im Jugendtreff? Gibt es da Situationen, wo ihr eingreifen müsst? Oder läuft das also, ich habe das Gefühl, das läuft super ab, aber vielleicht gibt es ja das auch? Oder ist das nicht so? Es ist weniger das Problem jetzt in den Angeboten, die wir haben. Meistens ist es so ein bisschen ein Raufen, so ein spielerisches Miteinander kämpfen, wo dann irgendwann musst du sagen, hey, jetzt ist gut. Oder musst du einfach sagen, geh nicht zu weit, wenn Stopp ist, ist Stopp. Oder? Aber jetzt wirklich schlimm, dass es irgendwie ein Prügelei hat oder so, das ist jetzt nicht so das Problem. Ja. Aber ich habe ja auch Bezug zu, ist nicht Bezirk Badenau, oder? Also wenn man zum Beispiel so Spreiten anschaut oder vielleicht Neuhof anschaut, wo vielleicht eine andere Schicht ist von den Einwohnern, gibt es nicht so Situationen, ist dort wahrscheinlich ein anders wie bei uns da zu hören. Also wie sieht das aus? Hast du dort Erfahrungen? Ja, wir haben natürlich Austausch mit ihnen. Und da hören wir auch, dass manchmal der Sportnacht ein bisschen anders zu und her geht. Dass sie auch schon eine Security organisieren müssen, die dann vorbeischaut. Das haben wir hier zum Glück nicht. Aber es kann natürlich auch mal sein. Für das sind wir auch da, um dann das zu schlichten. Du kommst mir sehr positiv über, du hast Freude. Was macht dir Freude mit dieser Arbeit mit den Jugendlichen? Und was wünschst du dir für die Jugendlichen, aber auch für die Bevölkerung, für die Zukunft, für unser Land, für unsere Schweiz, für unser Dorf? Ja, ich bin sehr positiv eingestellt. Ich bin motiviert, hier zu arbeiten. Es gefällt mir sehr fest. Jetzt bin ich auch schon über 3 Jahre hier. Und ich finde es einfach, mir macht es so Spass, es ist jeden Tag anders. Also ich gehe arbeiten und ich habe schon einen Plan. Ich weiss, okay, heute mache ich den Treff auf, aber dann kommt es vielleicht auch mal nicht so. Und dann kommt mal ein Jugendlicher oder eine Jugendliche und hat das Thema. Und dann muss ich einfach darauf eingehen. Und so ist es mega abwechslungsreich. Und das macht mir einfach Freude. Dann habe ich ein bisschen etwas zu tun. Kleiner Teil auch zum Teil der Bevölkerung positiv einzustimmen. Könntest du noch mehr Jugendliche brauchen? Hast du einen gewissen Aufruf? Oder was kann man da noch machen? Also ich finde, die Jugendlichen, die es brauchen und kommen, die sollen es nutzen. Und ich will wie niemand zwingen zu kommen. Darum, wir sind ja auch im freiwilligen Bereich. Wir sind nicht in der Schule, wo man muss gehen. Bei uns dürfen wir kommen. Und das finde ich auch das Schöne daran. Und darum will ich wie nicht sagen, ich will, dass mehr kommen. Aber ich bin offen dafür, wenn mehr Jugendliche Lust haben zu kommen. Sagen wir es so. Wo kann man das Angebot noch genau anschauen? Hat es eine Homepage irgendetwas? Kannst du uns etwas nachgeben? Genau, wir haben eine Homepage, www.jugendarbeit-würelos.ch und die halten wir aktuell, dort sind unsere Angebote drauf. Wir schreiben manchmal auch Berichte. Wir haben einen Newsletter, der 4-mal im Jahr rauskommt und da kann man ein bisschen schauen, was bei uns läuft. Super, danke vielmals Fabienne, jetzt haben wir genug geredet, jetzt gehen wir noch ein bisschen schauen. Merci vielmals, eine schöne Sportnacht. Danke, merci. Einen schönen Abend. So, ich habe Durst. Gibt es bei euch etwas zu trinken? Du bist Jahre, gell, Nicola? Ja. Ihr seid verantwortlich für die Festwirtschaft. Wie sieht es aus? Läuft es? Läuft schon. Es läuft schon, aber ab und zu sind nicht so viele Leute da. Wir haben es mehrmals schon gemacht und ab und zu sind gar nicht so 50 Leute da und ab und zu nur so 10. Also es variiert mega. Ja. Und dann das Kessel, wo ich unter das Geld hier einnehmen. Gibt es irgendeinen Gewinn raus oder können wir mit dem nachher eine schöne Reise machen? Also wir bekommen immer 20 Franken, wenn wir hier arbeiten. Ja. Und am Schluss des Jahres können wir dann in den Europapark mitgehen. Super, das ist cool. He? Und als Verkäufertag, kann ich jetzt als Erwachsener kann ich ein Bier rüber? Oder das kontrollieren, wenn da Jugendliche kommen? Oder gibt es keinen Alkohol? Wie sieht das aus? Alkohol dürfen wir noch nicht verkaufen, weil wir sind selber noch nicht 16. Aber wir haben hier Cola, Eistee, manchmal auch noch andere Sachen. Es ist immer etwas anders. Was ist der Renner, was wird der meiste gekauft?
Der Eistee. Der Eistee, und letztes Mal hat es Orangina gehabt und der ist schon sehr schnell verkauft worden. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwie, weißt, dass wir etwas selber gebacken haben oder irgendetwas im Kuchen mitgebracht haben oder so? Wäre das auch eine Idee? Es wäre eine coole Idee, aber ich glaube nie, was die extra Schritt geht, um es zu machen. Ja. So einen extra Kuchen backen. Ja. Gut, also dann tun wir Kegelfett verkaufen, Gocke verkaufen und Eistee. Genau. Gut, danke euch vielmals. Danke. Kein Problem. Merci, danke. Wir sind am Schluss von der Sendung Jugendarbeit Würrelos und Sportnacht hier vom Bezirk Baden in Würrelos. Es sind viele Jugendliche, die da sind. Sie spielen Shooter, die Volleyball spielen, die machen sonst irgendetwas. Sie haben den Plausch miteinander, sind gut miteinander. Und die Leiterinnen, die da sind, auch, die haben Kompetenz. Sie tun sie begleiten, sie tun sie fragen, sie können mit ihnen reden. Die Jugendlichen sind da wirklich sehr gut aufgehoben. Eine ganz gute Sache. Ich kann es nur allen empfehlen. Für die Jugendlichen können wir noch mal hinschauen. Und sonst auch für die Erwachsenen. In dem Sinn weiss ich, dass hier die Jugendlichen sehr, sehr gut aufgekommen sind. Ja, ich gehe jetzt auch wieder heim. Die Jugendlichen bleiben noch hier. Die haben noch länger Ausgang als ich. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.